Servus, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Das letzte Video dieses Jahr. Heute ist eigentlich auch der vorletzte Tag, heute ist der 30. Ich habe heute mal wieder meine Kamerafrau dabei. Und ja, ich wollte euch zeigen, wie ich den X5, den ich von Deutschland gebracht habe, jetzt ablade. Ja, und dann schauen wir mal, was noch so in dem Video kommt. Ist ja unser letztes Video. Die beiden habe ich auch gebracht. Kannst du ja. Sind schon zugelassen, fertig zum Verkauf. Könnt ihr bei Islandica Cars kaufen. Ja, so, dann hole ich mal das Auto, fahre ich hier raus auf die Straße, weil dann kann ich schön abladen und schauen wir mal weiter. So, wie ihr seht, es hat geregnet. Es ist heute der erste Tag, wo es mal ein bisschen kühler ist. Aber es ist immer noch wärmer wie in Deutschland. So, laden wir das mal ab. Das ist jetzt alles ein bisschen enger, weil das sind 22 Zoll Felgen, also das ist das Maximale für meine Spanngurte. Dann habe ich natürlich nicht so viel Platz hier, um die zu lösen. Aber geht alles. So, ich hole mal eine Stange. Irgendwie nur gucken, dass man das loskriegt, weil es ist eigentlich schon offen. So, jetzt. So, haben wir das gelöst, das Problem. Geht's ab zum nächsten Problem. Wir hatten gerade eine Unterbrechung, weil wir Besuch hatten. So, wie geht's dann? Das ist halt, weil die sind auf Maximum bei 22 Zoll. Und ja. Aber geht nicht, gibt's ja nicht. Andere Seite. So, die letzten zwei Tage hat die Sonne geschienen. Und jetzt, wenn ich abladen will, bin ich komplett nass.
Hier haben wir das gleiche Problem. Rampen raus und ganz wichtig, muss ich euch mal zeigen, wenn ihr so ein Auto habt, mitkommt, was schwer ist, und der Vito ist ja leer so gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt runterfahre, werdet ihr sehen, dass der Anhänger sich so bewegt und der Vito wird hochgehen. Auf jeden Fall die Handbremse vom Anhänger anziehen. Weil sonst kann sein, wenn ich wegfahre und nach hinten wegfahre, dass der Vito nach vorne fährt. So, und so einfach geht es, Autos abzuladen, bis auf die Spanngurte halt. Ja, so, der X5 ist jetzt im Balkan angekommen, oder auf dem Balkan, haben wir ja letztens, ne, auf dem Balkan oder im Balkan. Das heißt, meine Frau meinte ja im Balkan, aber was heißt auf dem Balkan? Weil es eine Gebirgskette ist. Richtig, damit man hier auch ein bisschen was lernt, ne? Ja, ich wusste das auch nicht. Und wie ihr seht, wir sind ja immer arme Leute im Balkan, also. Ich packe jetzt mal wieder zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss! So. Jetzt packen wir alles natürlich zusammen, es gehört dazu. Hast du schon am Aufnehmen, oder? Achso. Ja. Am Aufnehmen schon, ja. Wo packen wir jetzt das nasse Zeug denn hin? Ins warme Auto, damit es schimmelt. Ins trockene, warme Auto, wo später unsere Koffer hinkommen werden. Kannst du ja mal hier reinfüllen. Vor allem. Ja, das ist so viel. Das sind so viele Ballast Paletten. Nehmen, weil das Fahrzeug so schwer ist. Also nicht überladen, aber da wir ja Wind hatten und so weiter, habe ich leere Paletten als Ausgleich reingelegt. Und ich habe so mit den Rampen und so ungefähr 200, 250 Kilo auf der Hinterachse. Und so hat es sich ja sehr entspannt fahren lassen, oder? Ja.
obwohl wir ein bisschen Wind hatten zwischendurch. Ja, du bist ja angenehm langsam lang gefahren. Was bin ich? Langsam. Ja, ich fahre ja immer langsam. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, komischerweise mit dem Vito fährst du langsam, ja. Wie ihr hört, wir haben gelassen. Aber dann? Die feiern bei uns hier jetzt schon Silvester, eigentlich schon seit 2 Tagen. Seitdem wir angekommen sind, ballern die hier rum. Da hinten müsste die Stadt sein. Was denn? Die Stadt. Die Stadt? Die ist da hinten. Die Stadt, welche Stadt? Sada. So. Der Typ lebt da hinten. Oder auch nicht. Und wo stellst du das Auto jetzt hin? Mit Anhänger? Daneben wieder. Deswegen habe ich ja freigelassen. So, immer schön aufwickeln. Wenn es in Unordnung ist. Mit der Kamera. Du redest mit der Kamera, du redest dann mit den ganzen Leuten, ne? Ja. Nicht mit der Kamera. Die Couch gehört doch nicht ihm. Warum filmst du den ganzen Müll da? Film doch das schöne Auto. Achso, der überwintert gerade hier. Ja, der überwintert. Der war gestern in der Waschanlage, nur mal so nebenbei. Das ist typisch Christian. Der fährt die Autos in die Waschanlagen, ganz sauber, blitzeblank, kommen sie wieder raus und dann regnet's. Ja. Ebenfalls wie beim Entladen, ganzen Tag Sonnenschein und dann wieder B oder Entladen und dann regnet's. Dann sieht er immer aus wie Sau. So, ich denke, die Frau möchte bestimmt nicht gefilmt werden, deswegen gehe ich wieder nach vorne. Jetzt noch die Rampen rein und dann. Hast du gesehen, mein Blinker hat sich wieder repariert von allein. Genau. Auto ausschalten, einschalten, dann geht's wieder. Nee, wir hatten auf den letzten Metern, da waren wir bereits in Sada, da hat der Blinker angefangen, tick, 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 tick zu machen. Das heißt ja, dass dann einer von denen kaputt ist auf der Seite. Und da war aber nichts. Jetzt macht er nicht mehr diese komischen Geräusche. Fertig. So, jetzt haben wir fertig abgeladen und jetzt gehen wir natürlich, weil wir in Kroatien sind, Kaffee trinken. Genau. Tschüss. Abfahrt, Kaffee trinken. So, für die GEMA machen wir jetzt mal Musik wieder leise. Musste ich raussuchen. So, jetzt besser. Jetzt sieht man aber meine Hand. So, jetzt nicht mehr. So, jetzt fahren wir Kaffee trinken, weil hier ist es so, man arbeitet etwas und dann geht man erstmal wieder Kaffee trinken. Das Lebensgefühl ist wichtiger wie alles andere. Also tun wir das so. Und nicht wie in Deutschland die ganze Zeit nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und gar nicht mehr leben. Oder wie siehst du das? Ich? Ja.
Wie ist es in Deutschland? Ich weiß nicht. Wenn ich arbeite, möchte ich arbeiten, bis ich Feierabend habe. Und darüber hinaus. Kaffee trinken tue ich dazwischen auf der Arbeit. Ja, meine Frau, die ist ein Workaholic. Ich glaube, das ist ein Obdachloser. Dieser Mann. Ja. Die Frauen haben aber auch keine Angst, ne? Nö. Sind noch zwei Frauen. Können die Karte haben? Navigation. Jetzt, da unten. Jetzt hat mich voll erwischt, wie ich mein Auto kenne. So. Ich zeige euch gleich, wo wir lang fahren. Wir fahren dann hier entlang. Also Hauptsache ans Meer. Ja. Und nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ans Wasser. Dann der Luca kommt so durch die Kamera durchgelaufen. Wie ihr seht, Straßenverhältnisse top. Optimal für meine Felgen. Also ich habe perfekte Felgen für die Straße. Aber das ist dem geschuldet, weil die über die Kanäle neu gemacht worden sind. Und es ist noch nicht ganz fertig. Deswegen ist es, wie es ist. Aber das habt ihr schon mal in anderen Videos gesehen. Aber normalerweise ist es so vor uns. Ja, wir sind jetzt hier oben in einem Industriegebiet von Sada. Und fahren jetzt eigentlich runter. In die Stadt. So sieht ein Industriegebiet in Sada aus. Mit ganz vielen Wohnhäusern. Ja, da hinten ist Industriegebiet. Oh nein, wieder nicht. Die musst du mich auch schon fertig machen. Was haben wir auf unserer linken Seite? Das nennt sich Kirche. Und das hier, das ist ein Sportplatz von einer Schule. Was für eine Schule? Eine katholische Schule. Zwar nicht viel. Ihr seht Blocks. Genau. Das haben die hier hingebaut, weil wir immer so langsam gefahren sind. Deswegen haben die gedacht, bauen wir das nochmal dazu, dass wir noch langsamer fahren. Hier finde ich, sind schöne Büros, die gerade entstehen, wo ich auch so ein bisschen am Liebäugeln bin oder wie auch immer das heißt. Heißt das so? Liebäugeln. Ja. So, fahren wir mal in die City. Summer in the City. Ich denke lieber nicht, dann fängt es gleich wieder an zu regnen. Ja, das ist der Grund gewesen, warum es heute eigentlich geregnet hat. Meine Frau hat gemeint, heute Morgen zu singen. Andere nennen es Schnarchen. Boah. Ja, es tut mir leid, das mache ich auch seitdem ich eigentlich mit dir verheiratet bin. Ja, ja, also wir haben eine Baustelle neben unserem Haus und die haben heute Morgen, Samstagmorgen um 8 Uhr, ich weiß, in Deutschland gibt es das nicht, aber hier, um 8 Uhr morgens angefangen zu arbeiten, zwischen den Jahren. Und ja, meine Frau hat dann gemeint, der Ton ist zu monoton, müsste ich noch ein bisschen was dazu packen und hat dann auch losgelegt und dann war ich dann auch. Es hat am Bass gefehlt. Ja, ja, der Bass war dann auf jeden Fall da. Also alle DJs der Welt können dagegen einpacken. So, jetzt fahren wir in die Stadt. Oh, eine G-Klasse aus Böblingen. Wir fahren runter ins Meer. Da seht ihr es. Geht jetzt gerade runter. Also ich fahre um die Kurve rein. Nicht mehr. Dann fahren wir hier runter und fahren dann am Strand entlang. Also am Meer entlang. Strand ist es ja nicht. Obwohl, Abschnitte sind Strand, ne? Strände. Ja, gibt's da schon. Stadtstrand. Also hier gibt es mehr, in Sada gibt es, es gibt in Sada eigentlich nicht so wirklich so einen richtigen Strand, aber es sind mehrere kleinere Abschnitte, wo du halt. Es ist halt eine Stadt, es ist eine lebende Stadt, es ist nicht wirklich so ein Touristen-Hotspot, also hier leben auch normale Menschen, hier gibt es ein normales Geschäft, hier ist ein ganz normales Leben und nicht wie in anderen Städten, wo es nur Touristik gibt und dann jetzt zu der Zeit einfach alles komplett leer ist. Und hier ist es halt, man sieht ja, es ist ein ganz normales Leben, ganz normal, die Leute sind draußen. Ja. Das ist ganz cool, wenn man im Sommer
Also wenn man hier lebt und es ist Sommerzeit und es ist ziemlich heiß, dann gehst du nach dem Feierabend oder während deiner Pause einfach mal runter. Du machst doch keine Pause, du arbeitest doch, neues gesagt. Ich, ja. Es gibt ja auch noch andere Menschen außer mir. Was? Die dann, ja, ihre Pause dafür ausnutzen, mal kurz ins Wasser zu springen, wieder rauszukommen, abduschen. Hier ist es halt auch kostenfrei, bei, ich habe hier in Kroatien. Also ich will kurz mal ganz kurz, hier ist das beste Restaurant, was es gibt. Schieme. Schieme. Also S-I-M-E wird es geschrieben. Ganz best. Also wenn ihr in Zadar seid oder Umgebung, dann müsst ihr auf jeden Fall essen. In der Hochsaison wäre es gut, wenn ihr mehrere Leute seid, wenn ihr reserviert, weil es ist immer voll. Und auch die Leute sprechen auch Deutsch da, wenn ihr halt nur Deutsch sprecht. Wollt dann nicht mehr Englisch, die sprechen auch Deutsch. Und ja. Super leckeres Essen und Preis-Leistung ist top. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Das seht ihr natürlich nicht, dass ich jetzt... Ah, das war aber sehr grün. Nennen wir es gelb. Ja, in jeder Farbe steckt ein bisschen grün, wisst ihr. Hier sind auch diese Falkensteine... Was war das nochmal? Diese Camping? Camping-Anlage. Camping-Anlage. Ah, die haben auch... hier steht immer vor Blitzer, steht immer ein Schild, dass ein Blitzer kommt. Das ist sehr höflich. Also wenn du dann geblitzt wirst, bist du selber schuld. Zeigen, wie unsere Blitzer hier aussehen. Wo ist denn der? Da oben. Nee, da, warte mal. Da ist hinten. Da sieht man da hinten. Da hinten. Jetzt zeige ich euch das. Die Lampe da. Da. Wir können ja ein bisschen langsamer. Unter der Lampe ist eine Kamera, die filmt und dann kriegst du später irgendwann mal einen schönen leckeren Brief. Hier kann man auch sehr gut essen. Wie hieß die? Kongo. Kongo Restaurant. Also da im Kongo könnt ihr gut essen. Von Zadar in Kongo seid ihr sofort. Hier sind auch die Falkensteiner Anlagen noch. Also Tennisanlage. Tennisanlage, aber hinten dran sind auch Wohnungen bzw. Apartments. So, ist schon schön. Hier fängt schon der Hafen an. Also einer der Marinas. Ja, aber es gibt viele. Das ist der in Borik, so nennt sich die Gegend hier. Privatsphäre müssen wir noch ein bisschen behalten. Wie heißt die Insel gegenüber? Das könnt ihr, kannst du die Zuschauer fragen, die können es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja. Wir wissen, wer sich hier auskennt. Ich brauche nur auf die Landkarte gucken. Du sollst ihnen keine Tipps geben. Die sollen das selbst herausfinden. Ja, mach bloß kein Gewinnspiel daraus. Hast du schon verloren. Bei mir gibt es was zu gewinnen. 60 Minuten die Stunde könnt ihr bei mir gewinnen. Alleine, zu Hause, bei euch, für euch. So. Was war denn das Wort zum Samstag? Hier ist auch irgendwie was los. Ja, wahrscheinlich das sieht das nach Restaurant aus. Also die sind alle wegen uns gekommen hier. Ja, tatsächlich. Ja, Hochzeit. Abonnententreffen ist gerade hier von uns. Manche kommen mit ihren Booten wahrscheinlich. Aber ja, die meisten mit Autos. Ah, das ist diese Mary Fischer, was mir so gefällt. Da steht das Boot. So. Wir sind vorhin an einem Strand vorbeigefahren. Ja, also man kann das nicht wirklich Strand nennen. Also ja. Liegefläche. Genau. Zwischen den zwei kleinen Yachthäfen. Das ist halt um ganz Zadar herum, stehen überall Boote. Hier ist auch, kann ich euch auch empfehlen, ein Bootsverleiher, der sehr korrekt ist. Kann ich euch gleich mal zeigen. Trotz, dass hier so viele Boote sind, ne, ist das Wasser richtig sauber. Also man kann eigentlich auf den Grund gucken. Wir fahren halt nur deswegen, das Wissen schlecht. Zeigst du jetzt den Verleiher? Ja, also hier ab hier diese ganzen Boote. Hier sind ein paar Boote von ihm. Das mit der Kabine zum Beispiel. Hier sind. Also hier ist ein sehr guter Bootverleiher, kann ich euch auch in Kontakt machen. Kriegt dann 20% von euch Provision.
Geschäft muss man ja irgendwie machen, oder? So, also wenn man hier betrunken ist, ist es ein bisschen schlecht, um die Kurve zu fahren. Kann man auch mal im Wasser landen. Im Meer. So, im Meer. Da hinten, wo ja die großen Boote sind, das sind so die Armen von Sardar. Die haben da ihre Boote. Und jetzt kommt das nächste Restaurant, was du wahrscheinlich empfehlen wirst. Ja, das kann ich auch empfehlen. Guck mal, das ist so eine Mary Fisher, aber das ist eine 6,50er. 6,50 Meter hier. Die erste. Die erste. Der hat größere Kamera wieder. Ihr müsst halt sehen, wir haben jetzt den 30. Dezember. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit 16, 17 Grad gehabt. Heute ist ein bisschen kälter, weil es geregnet hat. Ja, aber ich finde es jetzt wieder angenehmer. Ja, jetzt ist wieder nach dem Regen. Heute Morgen war es sehr, sehr kalt. Das. Ja, Swinger. Wie der Swinger Club. Nein. Ist nur kein Swinger Club. S-F-I-N-G-A. Kann man auch sehr gut essen. Auch gut trinken. Ja, man kann da auch rauchen drin. Ich bin Raucher. Ich leg da Wert drauf. So, und jetzt fahren wir zu meinem Außenbüro. Also, ja. Wenn ihr mich sucht, dann seid ihr, dann findet ihr mich so 80% da. Soll ich das filmen oder nicht? Da, du dein Außenbüro. Ja, kannst du ja filmen. Willst du Besuch haben, ja? Also, ihr könnt mich besuchen kommen. Aber nur, wenn ihr mir einen ausgibt. Sonst braucht ihr gar nicht kommen. Also da sind so ein paar, wie ihr seht, hier Bürgergeldempfänger, Boote. Ich habe immer diese... So ein paar, ja, wie nennt man das? Rettungsboote. So, und hier ist ja, mein Büro, Barca. Hier sitze ich dann gerne auf der Außenterrasse. Da gehen wir jetzt auch hin, oder? Auf die Außenterrasse, ja. Damit die Frau, die hier gerade Werbung fürs Rauchen gemacht hat, eine rauchen kann. Eine? Und jetzt fahren wir mit Vollgas ins Meer. Also da sieht man, wenn man mal da so hinguckt, man guckt einfach. Das ist einfach, der Ausblick ist einfach geil. Und wenn man dann hier im Sommer sitzt, sieht man, wie alles rein und raus fährt. Jetzt ist ja nicht viel los. Ja, wie gesagt, hier sind so ein paar Beiboote, so Paddelboote halt. Das sind für, ja, mit einem schmalen Taler, sag ich mal. Sieht man tatsächlich nicht wirklich wegen der Mauer da vorne. Ja, die Mauer muss weg, sage ich dazu. Und die Mauer muss fallen. Ja. Also, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Was ihr macht, ist mir Wurst. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und ja, wir haben ja noch, wie viele Minuten haben wir jetzt gefilmt? 13,50. 13,50. 53. 54. Ich kann ja noch so ein bisschen erzählen. Und nein, wir gehen ins Kaffee. Dann haben wir es irgendwie geschafft. Da kommt die Fähre. Sieht ihr wahrscheinlich nicht auf der Kamera. Also eine das der Fähre. Das kleine, oder? Da hinten. Das ist doch keine Fähre. Wo denn? Ach, da hinten. Hier. Du kannst auch zoomen. Kamera sport. Du musst. Ja, jetzt gehst du ein bisschen nach rechts. Da. Boom. Abschuss. Unscharf. Versuch's mal scharf zu kriegen. Das sieht aus, wie wenn du denkst, den jetzt zielst und jetzt diese, siehst du diese Sonne, die da drauf ist. Ich hab's scharf gekriegt. Ja, diese Sonne, die da drauf ist, ist so der Abschussknopf. Jetzt kommt die so Sonne Rakete. Sehen die Leute auf der anderen Seite nicht nur mal so. Ja, aber die sehen wir. Guck, ja, kannst du mal gerade halten. Du wackelst, als ob du 10 Bier getrunken hast. Weißt du, wie lange mein Arm schon in der Luft schwebt? Tja, der schwebt, der Arm. So, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Mir egal. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir schon 21.54 Uhr. Morgen ist ja Silvester. Wir fahren jetzt gerade noch einen Kaffee trinken. Haben unseren Tag schön verbracht. Ihr habt ja gesehen, wir haben den X5 abgeladen. Ich würde sagen abgestellt. Abgeladen. Und jetzt gehen wir halt noch einen Kaffee trinken. Und dann ist es für uns heute auch gewesen. War ein entspannter Tag. Und ich würde sagen, das soll es dann auch für dieses Jahr gewesen sein. Das Video war vielleicht für den einen oder anderen nicht interessant, weil wir kein Thema großartig hatten. Aber es war einfach mal so ein Tag aus unserem Urlaub, den wir uns ja jetzt gegönnt haben. Und ich würde sagen, wir wünschen euch einen
schönes einen guten Rutsch. Wir wünschen euch einen schönen guten Rutsch und viel Kraft fürs neue Jahr und mal schauen, ob am 8. Januar dieser Generalstreik kommt oder nicht kommt, was da passiert. Schauen wir dann. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dann. Macht's gut.